Hallo und herzlich willkommen zur 200 und ich glaube 6. Folge von Project Unstable 6. Das sind wir wieder. Es ist immer noch warm und ja, es ist immer noch doof. Aber wir kriegen das irgendwie hin. So, also, wir haben das letzte Mal das hier gemacht. Ich weiß, es wird wahrscheinlich gerade ein bisschen langweilig, weil wir jetzt schon die dritte Folge im Endeffekt die Bloodmagic-Automatisierung machen. Heute haben wir aber den Vorteil, wir müssen sie nur noch klein machen und in der Hoffnung, einfach nur, dass beim Kleinmachen wir keinen Fehler machen. Aber das kriegen wir schon hin. Ich hab mal eine Enderling-Chest schon vorbereitet. Das ist die gleiche Enderling-Chest, die wir auch für zum Beispiel für die Nether-Sterne benutzen. Da wir hier aber filtern, was wir reinhaben wollen und hier filtern, was wir rausnehmen wollen, also praktisch hier im Output, filtern wir ja, dass nur die Slates rein können, sorgen wir indirekt schon dafür, dass wir nicht jetzt hier das Soul Sand oder die Köpfe rausnehmen. Das heißt, das können wir auf jeden Fall hier einfach anschließen. Ich baue das jetzt in diese Richtung, die fertige Automation, dass ich hier eine Referenz habe. So, auf jeden Fall, das Ding brauchen wir erstmal. So. Und da das... Ja, wir brauchen... Converts. Zack. So, wir versuchen das, wie gesagt, so klein wie möglich zu automatisieren. Das ist jedenfalls der Plan. Das heißt, wir brauchen praktisch hier noch einen Extract für beide Sachen und so weiter. Und jetzt muss ich mal ganz kurz gucken wegen den Farben. Und zwar habe ich hier blau genommen. Und theoretisch brauche ich das, glaube ich, nicht, ne? Oder? Na, doch. Wir brauchen nochmal eine Farbe. Okay, dann machen wir es so blau, dass wir es ja irgendwie behalten. So, das ist dabei immer aktiv. Zack. Das heißt, wir nehmen hier raus und danach müssen wir es jetzt verteilen in die entsprechenden Sachen. Da das hier relativ separat hier steht, können wir das theoretisch direkt damit anschließen mit zum Crate. Crate. Das Crate ist hier mein Buffer Crate für den Blood Orb. Und dann brauchen wir noch. Im Endeffekt, hier habe ich es so doof gemacht mit diesem nochmal zur Seite gehen. Das kriege ich aber nicht schöner hin, ne? Nee. Schade. Okay. Gut, dann wird das nichts, wie ich das jetzt überlegt hatte, was man vielleicht machen könnte. Außer? Ah ne, jetzt brauchen wir nicht. So, okay. Das heißt, wir müssen praktisch hier noch einen zweiten Leiter freilassen. Und dann den Draw hin. Basic Draw. Dass wir jetzt praktisch den Draw jetzt hier hinbauen, anstatt hier hin. Weil, ehrlich gesagt, brauchen wir den nicht hier. Jetzt wollte ich mal gucken, hier haben wir einen Extract, ne? Der ist auf grün gelegt, ja. Und nicht immer aktiv. Und der ist immer aktiv. Wir könnten aber auch einfach sagen, dass wir hier in den Insert einfach den Filter reinpacken. Dann ersparen wir uns ein Ding. Dann sparen wir uns hier den Seitenanschluss komplett. Fällt mir gerade so auf. Könnten wir das eigentlich machen? So, Moment. Das heißt, wir sorgen hier dafür, dass wir hier auch einen Extract haben, der im Endeffekt die gleiche Farbe haben kann wie das Blaue. Weil das kann ja nur hier rein und hier filtern wir. Das heißt, wir können das Blau theoretisch sogar zu dem Grün machen. Grün. So. Okay, hier haben wir auch einen Extract und der ist active with signal. Nee, der ist immer aktiv. Ach nee, stimmt. Wir brauchen zwei, weil das Ding ja mit Signal aktivieren. Stimmt, ich habe das vergessen. Ich kann ja den Insert nicht mit Signal. Okay, gut, dann. Ja, dann müssen wir es doch auf andere Farben machen. Dann mache ich auch mal das auf Rot. Insert Rot. So, Extract lassen wir dann hier aber auf eine andere, weil das kann dann theoretisch der Insert. Ja gut, das ist total egal, welche Farbe der Insert hat. Weil der... Ach nee, den filter ich gar nicht hier. Stimmt. Okay. Dann machen wir den Insert mal auf schwarz. So, dann haben wir die beispielsweise jetzt mal schon mal. So, und das Ding hier muss active without signal, active with signal. Okay. Und das ist rote Signal erstmal. Okay. Gut. Dann haben wir hier den Abgreifer mit dem Sensorfilter. Zack.
Das heißt, hier haben wir einen Input. Machen wir sichtbar kurz. So. Und dann brauchen wir im Endeffekt den Sensorfilter von hier. Der kommt dann hier rein. Und das hier ist dann rotes Signal. Genau. Und was anderes brauchen wir hier nicht. Gut. Dann nehme ich den schon mal raus und packe den mal hier rüber. Zack und zack. So. Hä? Edit Filter Settings und es fliegt raus. Interessant. Okay. Ah, verdammt. Ich kann das ja nicht machen. Fällt mir gerade auf. Weil das Problem ist, wenn hier einen, wenn ich beispielsweise einen Wither craften will, dann haben wir hier auch Zeug drin in der Enderling Chest. Das ist natürlich doof. Okay, warte, ist was? Das kriegen wir aber hin. Nehmen wir einfach ein Crate hinmachen. Und aus der Enderling Chest also in das Crate packen. Was eigentlich auch doof ist. Warte mal. Ach komm, für die Zeit, wenn dann Ender, dann brauchen wir mal einen Nether Star. Dann machen wir vielleicht mal zwei und da ist dann halt für die Zeit mal der Orb draußen. Das geht ja. Es ist ja, sobald der erste gecraftet ist, ist das zweite Rezept drin und danach ist es ja schon wieder leer. Das heißt, zwei können wir auf jeden Fall machen, ohne dass es zu einem Delay kommt. Ja, das passt. Ne, theoretisch sogar mehr. Es kann ja alles dort rein. Stimmt, alles gut, alles gut. Okay, gut, lassen wir es so. So, hier habe ich nichts gemacht mit Signal, ne? Da greife ich einfach nur das rote Signal ab hier an den Seiten. Einmal hier, ob es ein Signal hat und hier, ein Rest. Das heißt, im Endeffekt, wenn ich das hier reinlege, sollten wir hier den Orb haben. Wunderbar. Nehme ich das raus, ist der Orb hier raus. Wunderbar. So, oh, Hilfe. Da hat es geklingelt. So, wo war ich stehen geblieben? Moment, wir hatten das im Endeffekt abgeschlossen, ne? Das heißt, das Ding, den Extract hier, wollte ich nochmal auf eine andere Farbe machen. Und zwar auf grün. So, nicht grün. Doch, grün. Genau, wir wollten den auf grün lassen. Und haben wir hier andere Farben, so rum. Okay. Gut. Das Ding muss ich noch betreiben, was im Moment hier auf Signalfarbe grün geht. Müsste ich theoretisch dann noch anschließen. Das machen wir dann zum Schluss. Wir brauchen nämlich nochmal eine Signalabfrage einmal. Krieg das aber nicht schön, ne? Wenn ich gerade so drüber nachdenke. Nee. Okay, Moment. Machen wir das mal so. Dass wir das Ding mal drehen. So. Damit ich dann hier oben drüber halt die Conduit schön machen kann. So, wir brauchen noch einmal einen Input mit Signalfarbe schwarz, der einfach nur dafür da sein wird, dass wir den Redstone Timer Filter benutzen können. Und der geht auf den Kanal schwarz. So, und das ist benutzt wo? Für den Extract von dem Ding. Warte, was? Achso. Stimmt, wir haben das ja so gemacht, dass das hier so und dann Farbe im Endeffekt schwarz. Okay, und dann muss jetzt der Timer hin. Gut. Muss mal gucken, ob das theoretisch funktionieren würde. Weil ich habe ja hier zwei Anschlüsse. Dass wir das beispielsweise hier von beiden Seiten einfach machen, dass wir auf der einen Seite, weil das Ding hier, der Extract ist, achso, da ist mit Redstone gearbeitet. Hier ist nicht mit Redstone gearbeitet. Also theoretisch ein Ding könnten wir noch deaktivieren. Müssen wir mal gucken. So. Wir brauchen leider den zweiten Anschluss hier noch. Das ist ein bisschen doof. Aber der kann dann theoretischer. Ja, weil ich hier den Extract mit Redstone, ja. Ja, wir brauchen leider zwei Dinge. Okay, okay, der Extract ist im Moment auf blau, der kann dann jetzt auf grün gehen. Das heißt, ich deaktiviere mal die Seite hier. Wir stellen das mal auf grün um. Grün. So, einmal. Zack. So, dann haben wir das schon mal angeschlossen. Dann muss das jetzt theoretisch in dieses Ding hier rein. Und das werden wir nach hier hinten einfach legen. Sodass ich praktisch. Dieses Crate ist ja im Moment unser Output. Und den werden wir noch ein bisschen anders machen. Der wird. Ja, der kommt dann hier hinten hin. Also ich versuche es so klein wie möglich zu halten. Obwohl, da könnte ich eigentlich sogar sagen, dass ich das Ding nach hier packe. So, ne? Und dann haben wir hier den Insert. Der ist im Moment blau. Aber muss es hier grün sein.
mit Filter. Wunderbar. So, und dann haben wir noch den Extract offen. Den müssen wir dann mal gucken noch. Ich mache hier mal den Insert aus, dass ich weiß, was ich noch machen muss. Und hier haben wir dann noch den Insert, also der, ja, Extract und Insert. Okay, gut, das haben wir. Damit geht das jetzt schon mal direkt durch. Dann musste ich hier, das habe ich schon gemacht. Ja, wir brauchen noch einen Sensorfilter in dem Ding, ob der Orb drinnen liegt oder nicht. Okay, das können wir hier auch machen. So, also einmal das Ding. East, zack, zack. Sensorfilter. Wunderbar. Und das Ding geht auf grün. So, wunderbar. Und die Dinger gingen beide auf rot, ne? Ne, schwarz und rot, aber das haben wir schon geklärt, genau. Und das Ding dann hier, der Extract ist auf rot. Das heißt, hier gehen wir mal nach oben. Auf braun. Und zwar Signal rot. Ne, Signal active without signal. Fürs Aussignal und dann grün. Genau, und das ist praktisch dann unser Extract, den wir nach hier hinten dann einfach oder hier die Seite packen, praktisch in ein anderes, in eine andere Enderlink-Chest hier, also nicht Enderlink-Chest, in ein Crate, was praktisch mit einer Input-Node verbunden ist, die dann alles abtransportiert. So. Okay, das haben wir auch. Sollte eigentlich funktionieren. Hier haben wir noch einen Input, den brauchen wir theoretisch nicht. So. Okay. Gut, damit haben wir eigentlich das alles schon geklärt. Das hier ist noch die eine Sache, das Insert mit dem Braun dann im Endeffekt. Das kann ich ja erstmal machen. Hab ich noch ein Crate. So. Erstmal hier hin. Zack. Und zack. Und dann deaktivieren wir das. Und machen hier einen Insert auf Braun. So. Damit geht hier der Extract mit Braun raus und geht hier wieder rein. Das ist im Endeffekt alles. So. Und damit verbrauchen wir anstatt dem ganzen Zeug, verbrauchen wir hier nur diese vier Conduits. Das heißt, wir sparen uns eine ganze Menge ein. Also plus halt hier oben das Zeug noch. So. Gut. Jetzt brauche ich trotzdem noch die Information vom... Das Ding arbeitet mit Redstone-Signal, das nicht. Dann packe ich hier einfach mal auf den Input... packe ich einfach mal auf das Signal schwarz. Müssen wir gucken, ob das jetzt funktioniert, weil wir haben hier noch ein Signal mit dem Filter, ob das alles funktioniert. Müssen wir dann mal gucken. Okay. Gut, damit haben wir eigentlich alle Filter und Signale untergebracht, glaube ich. Hier ist noch was. Und zwar im Extract. Im Extract. So, und dann, eigentlich sollten wir keine Filter mehr oder sowas haben. Nope. Hier ist noch einer drin, aber der ist okay. Gut, okay. Das heißt, ich soll theoretisch das hier abmachen können. Oder erstmal deaktivieren vielleicht. Ach komm, wir machen es gleich weg. Flup. So, damit haben wir jetzt nur erstmal Signale, die erstmal nichts machen können. Einmal das hier drüben noch verbunden. So. Auch nichts mehr drin. Okay, und dann müssen wir das jetzt nochmal testen, dass es auch funktioniert, was wir da jetzt gemacht haben. Weil es ist jetzt ja wesentlich kompakter, als es vorher war. So. Das heißt, haben wir jetzt die Möglichkeit zu sagen, wir machen aus Stone beispielsweise Blank Slates. So. Zack. Und das Ding deaktiviere ich mal kurz, dass er nicht aus Versehen was da reinpackt. So, angenommen, wir haben jetzt das drin. Blank Slate ist hier drin, wunderbar. Fangen hier schon mal an, das Zeug zurückzubauen. So. Hier ist der Orb drin, das ist auch wunderbar. So. Drei Slates, wunderbar. Der Orb sollte dann gleich durch den Timer eigentlich zurückgeschickt werden. Müssen wir mal gucken, dass es funktioniert. Weil wir haben ja immer mal das Problem, dass wenn zwei Anschlüsse im gleichen Block sind, dass er manchmal das nicht, nicht aktiviert. Das
Deswegen Insert Extract. Ja, das sind 20, genau. Funktioniert nämlich nicht. Wunderbar. Das konnte ich mir nämlich jetzt denken. Das heißt, wir knallen das einfach mal woanders dran. Hier das Ding ist dauerhaft aktiv. Dann packen wir das einfach mal nach... Ups. Packen wir es einfach mal nach hier hinten. Das ist doof, oder? So. Ach ja, was? So. Ich möchte gerne Westen. So. Das Ding. Einmal Input bitte. Signalfarbe schwarz. So, weil das funktioniert nämlich ja überhaupt nicht. Ich verstehe nicht warum. Wenn das in einem Block ist, haben wir anscheinend Probleme. Pack das raus, aber pack das nicht wieder rein hier. Doch jetzt. Warte, was? Moment, was? Der X... Das hier ist nur... Okay, warte, wir müssen mal ganz kurz testen. Das war gerade komisch. Nochmal, weil jetzt hat er es auf einmal doch rausgenommen, obwohl er eigentlich das Signal hier nur mit Signal arbeitet. Ich habe ja eigentlich was weggenommen. Von daher macht es eigentlich keinen Sinn, dass er ein Signal bekommen hat. Okay, wir gucken mal kurz. So, ups, ich will gerne beides haben, danke. Das einmal weg. Das einmal weg. So, dann habe ich nämlich von hier vorne die Möglichkeit, noch diese Höhle so ein bisschen dann zu bauen, die ich gerne bauen möchte und kann trotzdem hier auf alles zugreifen. Wir haben es eigentlich relativ kompakt sogar hingekommen. Wir brauchen dann hier nur noch im Endeffekt so eine Routing-Node, die im Endeffekt dann hier rausnimmt. Jetzt funktioniert's. Okay. Ich teste noch einmal, wenn ich das jetzt hier weg habe. Weil anscheinend hat es ja jetzt funktioniert gehabt dann. Moment. Zack, zack. Dann machen wir mal noch ein bisschen Cobblestone rein. Die Cobblestone ist down. Das ist schon sehr komisch hier irgendwie manchmal. So, aufs Futtern. Was tut man nicht alles, um es schön klein und kompakt zu haben, ne? Theoretisch hätte ich das Crate auch nach vorne setzen können. Den Insert. Dann könnte ich mir noch ein bisschen was... da müsste ich hier aber noch eine Redstone-Conduit hinsetzen. Ah, ist egal. Ob ich nur eine Item-Conduit oder eine Redstone-Conduit mehr habe, ist egal. So, hier 5 Slates. Das ist echt komisch. Das hier ist Signal, ups, Signalfarbe grün. Wo brauchen wir grün? Hier. Das heißt, sobald da nichts, jetzt ist es gemacht. Okay, anscheinend funktioniert es doch. Gut. Okay, dann habe ich nichts gesagt. So, müssen wir das nochmal einfach verlinken hier. Zack. Das wird jetzt interessant. Und dann brauchen wir nur noch die Rezepte zu konfigurieren, dann soll es eigentlich funktionieren. Das ging doch leichter als gedacht. So, das Problem ist, die Master Routing Node sitzt an einer blöden Stelle, aber na gut. So. Und damit sollten wir eigentlich alles schön in unser Netzwerk wieder reinbekommen. Und sollten sagen können, dass wir gerne irgendwas bestellen wollen. Das heißt, ich mache mal kurz Rezepte. Dass wir mit einer Blank Slate und einem Stone bekommen wir einen Stone und eine Blank Slate. Also nicht die Blank Slate, bekommen wir 2 Blank Slates. Ach, das ist doof. Das Rezept gefällt mir nicht. Das Problem ist, ich müsste...
Oder ich mache immer größere Packen. Weil das Problem ist jetzt, dass das Rezept, was ich jetzt habe, was ich nicht bedacht habe, klar, wir müssen da eine Slate reinpacken, was nicht das Problem ist. Aber das Problem ist einfach nur, wenn ich jetzt beispielsweise 50 Slates machen wollen würde, bräuchte er erst einmal 25 Slates im ME-System, damit ich überhaupt so viel in Auftrag geben kann. Ich kann mal kurz probieren, wie sich das verhält. Weil ich glaube, ich habe nämlich keine im Inventar. Doch, ein paar habe ich noch. Ender Chest? Nein. Ender. Nee. Link? Da. So. Zack. Packen wir es einmal rein. Und wenn ich jetzt sagen würde, ich möchte gerne Blank Slates machen. Und zwar 10 Stück. Missing 5. Okay, wenn ich eine reinlege. Das ist doof. Das ist sehr, sehr doof und ungünstig. Ich kann aber den Crafting-Status nicht gut abfragen. Ich hatte jetzt überlegt, ob ich beispielsweise vielleicht mit Level-Emittern oder irgend sowas arbeite. Dann müsste ich aber mit einem Channel was abgreifen. Dann müsste ich für jedes Rezept, was ich im Endeffekt habe, müsste ich einen Level-Emitter machen, der dann ein Redstone-Signal ausgibt, welches ich dann dementsprechend umwandle, um praktisch dadurch etwas zu exportieren aus dem ME-System, was dann praktisch ein entsprechendes Ding ist, was dann praktisch rausgenommen wird, je nachdem, welches Redstone-Signal an ist. Da wir aber kein Bundled Cable haben und gar nicht solche Filter machen können, dass wir in einem Input je nach Redstone-Signal einen von 5 Items nehmen können oder sowas, ist das doof. Okay, andere Idee noch. Was, wenn wir dafür sorgen würden, dass wir mehrere Rezepte haben? Dass wir beispielsweise einmal 1 haben und einmal 8, da kriegen wir 9 raus. Slate. So, und dann könnte ich theoretisch sagen, wenn ich 10 will, braucht er jetzt nur 2. Weil er automatisch die Rezepte ja zusammen. Also er macht aber das Höchste, macht automatisch 18. Okay. Ja, dann brauchen wir nur ein Rezept machen. Okay, dann machen wir einfach ein Rezept, wo wir vielleicht 16 machen. Dass wir immer so 16er Batzen machen. Das wäre vielleicht ein guter Kompromiss, ne? So. Machen wir 17 auf einmal. Ich weiß nicht, daran habe ich nicht gedacht, dass wir diesen Mist haben. Und wir können auch übrigens nicht parallel craften, also wir können keine Blank Slates machen zusammen mit Imbued Slate, das wird nix. Das wird nix. Überleg gerade, in welcher Form das possible wäre. In welcher Form das möglich wäre, dass man theoretisch das vielleicht machen könnte, jetzt ohne Computer. Nur jetzt beispielsweise mit dem E-System, was irgendwo, sagen wir mal, jetzt direkt dran steht am Blattaltar und direkt die Steine in den Blattaltar packt. Aber ich glaube, das wird nichts. Kann ich einen Import-Bus eigentlich aktivieren? Kurz was gucken. Ich kann Karten reinpacken. Also theoretisch könnte ich da eine Redstone-Card reinpacken. Dann könnten wir den Import-Bus... Moment... Card. Capacity Card, Crafting Card. Die kann nicht in einen Export-Bus rein. Das ist doof. In einen Import-Bus oder sowas. Das ist doof. Weil ich hatte jetzt nämlich gerade überlegt, ob wir damit vielleicht arbeiten können, dass wir eine Crafting Card in einen Import-Bus reinpacken können. Der praktisch nur an ist und nur importiert, wenn wir irgendwas Spezielles craften. Dass wir beispielsweise so einen Zwischenstand rausnehmen immer. Das wird da nichts. Na, verdammt. Sind wir noch Fuzzy? Brauchen wir nicht. Inverter brauchen wir nicht. Redstone brauchen wir nicht. Und Accelerator brauchen wir auch nicht. Nee. Schade. Ich dachte jetzt, vielleicht habe ich eine Lösung gefunden, aber nee. Das ist doof. Aber wir können es wenigstens so semi-auto-craften.
So, das haben wir praktisch die Slates, die brauchen wir ja eh am meisten. Das heißt, wenn ich da jetzt eine machen will, macht er 17 automatisch. Und wir probieren das einmal ganz kurz, dass ich jetzt 17 mache. Was? Warte, was? Hä? Warum kann ich das nicht craften? Hä? Ich bin... Hä? Moment, Slate. Ich mache mal kurz ein anderes Rezept. Mal ganz kurz Reinforced Slate. Mal auch mal 17 draus. Kann ich das nicht craften? Moment. Ganz kurz mal gucken. Kann ich, wenn ich das rausnehme und jetzt mit das Rezept reinpacke? Das kann ich craften. Ist es, weil das Item schon drin ist im Rezept? Hä? Oh Mann! Oh, was ist das jetzt so? Es kann doch nicht wahr sein. Ich hasse alles. Es funktionieren die Rezepte nicht. Verfügbar 1 zu craften 17. Vielleicht wenn ich 2 mache? Nein. Es macht keinen Sinn. Es macht keinen Sinn. Okay, Moment. Also theoretisch. Okay, ich glaube, wir müssen mit mehr Redstone-Signalen arbeiten und müssen dort hinten irgendwie mehr Redstone-Signale hinbekommen. Fuck. Außer vielleicht... Ich hätte noch eine Idee, was wir machen könnten. Und zwar habe ich jetzt praktisch die Idee gehabt, wenn wir beispielsweise bestellen... dass wir praktisch den Stein reinpacken. Damit hätten wir sogar das Problem der Parallelisierung gelöst. Wir würden dann hier in den Keller würden wir ein paar Exportbus im Endeffekt bauen. Nicht Exportbus. Ein paar Level-Emitter. Die Level-Emitter gehen auf eine Conduit. So. Und praktisch wenn es müsste auf mehrere Conduits gehen. Das heißt, wir müssten... Reichen 6 Seiten? Nein, reichen nicht. Ah, verdammt. Ja. Also im Endeffekt, die Idee war folgende. Wir bauen uns praktisch ein riesen Array mit Redstone. Dieses Redstone nutzen wir, um auf eine Enderling-Chest zuzugreifen. Das heißt, wir haben Item-Ducts an einer Redstone-Chest, an einer Ender-Chest. Und machen folgendes. Wenn wir beispielsweise sagen, wir wollen jetzt eine Blank Slate craften, machen wir einen Level-Emitter mit einer Crafting-Card, der praktisch dann aufleuchtet und sagt, Blank Slates, bitte. So, damit könnten wir dann dafür sorgen, dass wir beispielsweise eine Blank Slate dort reinpacken. Aus unserem das heißt, wir können ein Interface machen, so wie es beispielsweise bei unseren Chips ist. Dieses Unsichtbare, was wir nicht sehen, dass wir es auf Lager haben, aber wir haben es auf Lager.
Und dass wir praktisch dort eine Slate von jedem Ding reinpacken und jedes Item, was wir craften wollen und können. Und danach dementsprechend aktivieren wir das Signal, nehmen das entsprechende Item raus und packen es in das entsprechende Ding. Das heißt, wir bräuchten... Angenommen, wir kriegen jetzt an jedem Block 4. Wir können bis zu 8 Rezepte im Moment machen, dann bräuchte ich ein zweites Interface. Das heißt, wir bräuchten 2 Enderlink-Chests und 2 Interface. Nur, damit wir von allen Seiten Conduits dran kriegen. Gott, wird das hässlich. Aber ich sehe keinen besseren Weg. Weil wir müssen irgendwie das Signal hinbekommen, was wir jetzt machen. Weil anscheinend kann ich nicht ein Rezept machen, in dem der Input auch der Output ist. Anscheinend kommt es im E-System damit nicht klar. Das ist kacke. Das ist richtig kacke. Der Export-Bus kann mit Crafting arbeiten. Wir können ein Auto-Crafting aussetzen, dass wir immer praktisch einen Stack von jeder Slate haben. Dann hätten wir auch Probleme nicht. Und das, die Idee, die ich jetzt hatte, würde beispielsweise noch beinhalten, sobald, also praktisch, wir haben ein Redstone-Signal. Wenn das ausgegeben wird, das Redstone-Signal, dann extrahieren wir praktisch die Slate aus dem Interface. Und sobald das Crafting abgeschlossen ist, dass wir praktisch immer nur dieses ein Item im Inventar behalten, diese eine Slate. Alle anderen Sachen kriegen wir direkt in seinem E-System gleich wieder rein, außer dieses ein Ding. Und wenn wir alles haben, was wir wollen, hört das Signal aus und es wird sofort wieder extrahiert. Das heißt, wir brauchen halt 4 Inputs und 4 Outputs. Und dann halt nochmal die Rückrichtung. Oh Gott, ist das scheiße. Weil anders kann ich nicht bestimmen, was für ein Item ich jetzt gerne haben will. Himmelarsch, ist das doof. Bin gerade komplett demotiviert. Weil wir haben es automatisiert bekommen, aber wir können es nicht im E-System autocraften jetzt. Ach nee. Okay, da muss ich mir was einfallen lassen. Ich muss jetzt leider die Folge beenden, weil wir es wieder geschafft haben, dass die ganze Folge vorbei ist. Ich bedanke mich trotzdem fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen und man sieht sich vielleicht sogar beim nächsten Mal wieder. Oh, ich hasse das so sehr. Okay. Mal gucken, wie wir das irgendwie vielleicht doch hinbekommen. Ich bin mal noch positiver Dinge. Jetzt erstmal danke fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao und noch einen schönen Tag. Bye. Ah, ich hasse alles.